Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal wieder eine Situation aus dem Stadtleben, einfach beobachtet und skizziert. Das ist eine Bushaltestelle, in der einfach Passanten jetzt in den Bus einsteigen. Das Ganze mal mit der Technik weißer Buntstift auf grauem Papier und wir skizzieren das Ganze mal minimal grob vor. Oder gehen auch sofort in den Kugelschreiber rüber. Hier geht es natürlich darum, die Komposition erst gesamt zu gestalten. Wir fangen mit dem ersten Passanten sozusagen an, mit dem Kopf von hinten, Rucksack zu sehen und achten natürlich dabei auf die Proportion. Was ist wichtig? Wie steht derjenige da? Die Größenverhältnisse, das muss natürlich stimmig sein. Das heißt, Personen neben ihm sind entweder größer oder weiter nach vorne, wenn dann kleiner und so weiter. Das wird einfach nur ganz locker grob aufskizziert, ohne jetzt großartig zu schraffieren, dass die Konturen und die Verhältnisse einfach stimmig sind. Dann skizzieren wir die anderen Personen ebenfalls. Also wie gesagt, wenn ihr an solchen Beobachtungen interessiert seid, versucht das wirklich mal zu üben. Setzt euch mal ins Café, Museum, stellt euch mal wirklich in eine ruhige Ecke hin. Beobachtet die Verhältnisse, die Bewegung der Menschen und dann werdet ihr mit der Zeit merken eigentlich, was man alles sieht, worauf man achten soll, um wirklich ein guter Zeichnerin zu werden. Wir haben jetzt die Konzeption, hier könnte man theoretisch sagen, das ist eine Familie, Papa, Mama, Kind und die freuen sich auf den Ausflug, warten jetzt auf den Bus an einer Haltestelle und man sieht man eigentlich mit wenigen Strichen, aber es ist eigentlich sofort klar, die Situation, was da jetzt gerade passiert und hier wird nochmal der Bus anskizziert, immer locker aus dem Handgelenk, also keine verkrampften Striche. Versucht erstmal alles sehr leicht aufzuskizzieren, dass die Flächen, die Striche relativ gleich stark sind und dann kann man immer noch dran gehen und vom Konzept das noch mehr rausholen und betonen. So, da geht es jetzt um die Figur, die an der Stelle nochmal ein bisschen ausgearbeitet wird. Die Kontraste unten an den Schuhen nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter. Und den Bus kann man eigentlich so ein bisschen vernachlässigen. Der Fokus ist eindeutig jetzt auf den Touristen. So, und dann geht es auch schon sofort in die Schraffur mit einer 45-Grad-Schraffur in etwa. Kräftiger, schwächer mal Flächen auslassen, kann sowas eigentlich sehr schön langsam ausschraffiert werden. Hier kann man sehen, dann nochmal in die Details eingehen, also so, dass, wenn man es natürlich farbig machen würde, könnte man sagen, der Rucksack hat eine Farbe, die Jacke hat eine andere Farbe. Die Fahrbahn wird natürlich auch dunkler schraffiert. Also überlegt, was muss ich schraffieren? Natürlich nicht alles, sonst ist irgendwann einfach nur noch eine schraffierte Fläche. Aber es gibt immer helle, dunkle Bereiche, die man dann hervorragend angehen kann. So, das Ganze eben hier an der Fensterfläche. Und mit immer kräftigerem Strich kann man dann nochmal die Kontraste ansetzen.
Wir werden gleich nochmal so ein bisschen ein paar Highlights mit einem weißen Buntstift setzen. Das macht auch nochmal etwas her, dass man so ein bisschen die Wirkung, die Licht- und Schattenwirkung verstärkt. Um das Ganze mal ein bisschen zu unterstreichen. Hier kann man dann noch natürlich Schuhe, die Glasfläche im Bus macht Sinn, vielleicht mal das Kennzeichen, also wirklich immer überlegen, ihr kennt das bereits wahrscheinlich aus den Porträts, dass wir auch sagen, Stirn, Nase, Nasenrücken, Wangen, Lippe, da wo einfach die weißen Striche einfach auch Sinn machen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, so dass das ausgewogen ist, nicht komplett alles in Weißes, und dann kann so eine Skizze auch fertig stehen. So, das wäre alles. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mal unter onlinekurse.akademieruhr.de schauen. Da gehen wir genau auf figürliches Zeichnen ein. Wie sind die Proportionen? Was muss ich beachten? Bewegung, also alles rund um Menschen, Proportionen und seine Bewegung. Oder ihr besucht unsere Kurse vor Ort und dann können wir euch solche Sachen und alles, was ums Zeichnen wichtig ist, gerne vor Ort in unseren Kursen beibringen. Wir freuen uns, schaut einfach mal vorbei unter onlinekurse.akademieruhr.de oder direkt auf unserer Seite akademieruhr.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, Dankeschön und bis bald.